Bereits zum dritten Mal hat der Tourismusverband Obertauern gemeinsam mit Atomic zum Schießkiss-Frauenskitag geladen. Dieses Jahr lag der Fokus auf dem Charity-Gedanken. Wird doch die Pink Ribbon-Aktion der österreichischen Krebshilfe unterstützt. Und ich glaube, wenn man Sachen wie diese macht, muss man viele Leidenschaften haben. Leidenschaften fürs Skifahren, Leidenschaften für Frauenthemen und vor allem muss es brennen. Es muss brennen für eine Charity. Nur wenn es wirklich in einem selber brennt, kann man es auch so vermitteln. Viele Topathletinnen waren für die gute Sache gerne mit am Start. Ja, es ist für die Mädels, von Mädels und es macht Spaß, einmal nur mit Mädels zum Skifahren und ja, mal so gemütlich zusammensitzen und so, das hat man ja auch selten. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass man dem Thema und diesem Problem, das es sein kann, geben kann, ganz offen entgegentritt und da muss man sich selber schon auch sensibilisieren dafür. Ja, natürlich, auch Skifahren ist meine Leidenschaft, wenn es für einen guten Zweck ist, natürlich noch mehr. Und ich finde es schön, dass so viele Damen sich einfach auch dazu überwinden, bei sowas mitzumachen. Und immer natürlich, man braucht nur schauen, die Bedingungen heute sind natürlich ein Wahnsinn, es kann nicht besser sein. Die Aufforderung, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, war neben all dem Spaß zentrales Thema, denn keiner ist gefeit daran zu erkranken. Wir haben in Österreich jetzt seit, glaube ich, 2014 ein Blutkrebs-Früherkennungsprogramm und wir empfehlen auch, jede Frau sollte etwa ab dem 40. Lebensjahr alle 2 Jahre zur Mammographie gehen. Und wir merken schon, dass wir damit natürlich früh entdecken und das macht natürlich die Prognose noch einmal viel besser. Ich habe sicher 5 bis 6 Freundinnen in meinem Umfeld, die am Brustkrebs erkrankt sind, die einen haben es geschafft, die anderen nicht. Und deswegen ist mir so, so wichtig, dass ich diese Botschaft auch weitertrage, dass Pitching jetzt zur Vorsorge, es ist heilbar, wenn man es früh genug erkennt. Und das ist so auch mein Solidaritätszeichen den Frauen gegenüber. Also was gibt es Schöneres als sozusagen den guten Zweck und die Brustkrebsvorsorge mit Obertauern und so einem Wetter zu verbinden? Ich würde sagen, das ist der absolute Optimalfall. Da haben wir Riesenglück und vielleicht ist es das Glück der Tüchtigen, die hier sitzen. Einer für alle, alle für einen wäre wohl das passende Motto für diesen Tag gewesen. Der Tag ist ein Wahnsinn und dann noch für einen guten Zweck da zu sein mit so vielen tollen Frauen und mit so spitzenmäßigen Athletinnen. Es ist, ich denke, ich juchze die ganze Zeit vor Freude. Wenn wir ein bisschen was zurückgeben können, ein bisschen was spenden können für Pink Ribbon, dann tut uns das allen gut, tut der Marke gut und aber auch uns insgesamt gut. Frau Mona Meyer und allen Teilnehmerinnen kann man nur ein herzliches Danke sagen.